Große Bühne für die kleinen Stars. Der FC Grunewald organisiert zum 15. Mal den kleinen weißen Bären. Die Wettkämpfe im Herren- und Damenflorett finden parallel zum 62. weißen Bären statt. Somit haben die jungen Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler der U11 und U13 die Möglichkeit, neben professionellen Fechterinnen und Fechtern ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Also, dass die Sportler neben uns fechten, ist cool. Also die Großen. Die Vorrunden finden zunächst im Horst-Korber-Sportzentrum statt, bevor dann für die finalen Gefechte die große Bühne im historischen Kuppelsaal aufgebaut wird. Bei den Damen der U13 sorgen Lia Ulbrich und Finja Krabbe für ein spannendes Finale. Ulbrich erkämpft sich nach einem Rückstand von 2-7 den Ausgleich gegen die Hamburgerin und entscheidet mit einem gekonnten Treffer den Titel für sich. Sehr gut, vor allem, weil es ein sehr spannendes auch Gefecht war, was auch nicht gleich klar war, dass ich gewinne. Die Finalistinnen und Finalisten des diesjährigen Weißen Bären bringen schon deutlich mehr Erfahrungen auf die Planche. Doch auch sie erinnern sich an den Start als junge Fechterinnen und Fechter und geben gerne Tipps. Auf jeden Fall mit viel Spaß dran gehen, vor allem wenn man klein ist. Einfach ausprobieren und Kampfgeist entwickeln und wie gesagt einfach erstmal Spaß haben. Diesen Rat befolgt auch Ole Schneider, als er es bei den Herren der U13 in das Finale schafft. Für den leidenschaftlichen Fechter steht allein der Spaß am Sport im Fokus. Ich habe mir gedacht, ich fechte da jetzt mit und wie es ausgeht, das ist egal. Mit dieser Gelassenheit geht er in das Gefecht gegen Gabriel Orgel und gewinnt das Finale mit 10-7. Der 15. kleine weiße Bär ist damit beendet und hat den kleinen Stars der Fechtszene nicht nur wertvolle Erfahrungen und einen einzigartigen Wettkampf geboten, sondern sie auf eine wohlverdiente große Bühne gestellt.